er muss ja immer im Trockenen reden, ich kann immer feigen. Das Ganze begleiten. Wir kommen zu dem trockenen Rotwein. Trockene Rotweine mit Schokolade zu kombinieren, ist schwierig. Warum? Wir haben im trockenen Rotwein, im Gegensatz zu Weißwein, natürlich Gerbstoffe. Gerbstoffe, Tannine, das ist in allererster Linie etwas, das sehr bitter schmeckt. Aber diese Bitterkeit findet sich letzten Endes auch in diesen Kernen, in dieser Rohkakao-Masse, wenn die Kerne getrocknet, fermentiert sind und dann getrocknet sind. Und dann kann man die ja essen, aber die sind extrem bitter. Ich habe Ihnen mal mitgebracht, so ein bisschen geschredderte Kerne, die quasi das Rohprodukt sind für die Schokoladenbereitung. Wollen wir jetzt nicht verkosten, können Sie gerne nachher mal probieren. Weil wenn wir das jetzt probieren, dann schmeckt der Wein natürlich überhaupt nicht mehr. Der Wein, den wir jetzt ausgewählt haben, haben wir nicht deswegen ausgewählt, weil er jetzt, weil wir hier gerade die Winzer bei uns haben. Der Wein kommt aus Portugal vom Weingut Cortes de Cima, von Kerry und Hans Jörgensen. Auch der Kellermeister ist da, der den Wein letzten Endes von Hand gemacht hat oder dafür verantwortlich ist, handwerklich gemacht hat. Und Portugal ist eine wahre Schatztruhe an autochthonen Rebsorten. Also an Rebsorten, die ursprünglich dort herkommen, die wir hier im europäischen, im zentraleuropäischen Raum überhaupt nicht kultivieren, anbauen, in der Regel auch gar nicht kennen. Und Hans ist jemand, der lange Zeit in den Tropen auch gelebt hat, der sicher auch sehr viel über Kakao erzählen kann. Aber Chaminé ist einer der erfolgreichsten, einer der beliebtesten Rotweine aus dem Sortiment von WIF und deswegen haben wir ihn ausgewählt. Es ist ein Rotwein, probieren Sie ihn einfach mal, der überhaupt nicht im Holz ausgebaut wurde, sondern rein auf Frucht basiert und ja, riechen Sie einmal dran. Probieren Sie ein sehr bäriger Wein, der schöne Würze hat, weil ein Teil der Rebsorten, die aus denen er gemacht ist, ist der Syrah. Und die Syrah bringt eine wunderbare, dunkelbeerige Frucht mit sich, mit diesen Würzaromen. Es ist geradezu spicy. Die Tannine sind zwar präsent, diese Gerbstoffe sind präsent, aber die sind super reif, super gut integriert. Der Wein ist relativ geschmeidig, relativ rund, aber auch hier ist so, ja, durch die Gerbstoffe ein leicht trocknendes Gefühl und es schreit quasi nach einem Stück Schokolade. Die Schokolade, die wir jetzt ausgewählt haben, nennt sich Cœur de Cacao. Cœur wie das Herz. Das Herz des Kakaos ist eine 70-prozentige Schokolade aus Santo Domingo, aus der Karibik. Und als Würzmittel sind diesmal keine besonderen Aromen drin, sondern es sind diese geschredderten Kerne aus der Criollo. Criollo ist eine ganz bestimmte edle Kakaosorte, habe ich Ihnen vorhin erklärt. Auch beim Wein ist es ja so, dass man nur relativ eine überschaubare Zahl hat von Rebsorten, aus denen edle Weine gemacht werden. Und was das Spannende ist, die nächste Schokolade, die wir haben, ist auch eine 70-prozentige Schokolade, auch aus der Karibik, aber dann aus Kuba kommend. Und wir können das hier quasi live dann auch die Schokoladen nochmal nebeneinander verkosten, die Unterschiede der einzelnen Sorten dann auch erkennen. Aber jetzt probieren wir erstmal Wein, dann Schokolade, dann das Zusammenspiel. Natürlich eine edelbittere Schokolade, relativ wenig süß und deswegen auch gut in der Lage, die Aromen des Weins aufzugreifen, beziehungsweise greift der Wein die Aromen der Schokolade auf. Ja.
verstärkt diesen Eindruck, den man von der Bitterschokolade hat, potenziert das Ganze noch einmal. Und man kann so ein bisschen auf diesen Criollo-Kernen auch noch rumkauen. Das ist natürlich auch eine super spannende Geschichte. Aber das ist jetzt keine Schokolade, die man sich einfach mal so am Fernseher abends aufmacht und dann so eine Tafel wegputzt. Ne? Das ist schon ein bisschen anspruchsvoller, das hier. Gut. Wie finden Sie die Kombination? Gut, aber anstrengender. Ja? Die ist anstrengender als die ersten beiden. Das werden wir auch jetzt beim nächsten Mal erleben, weil diese Bitterschokoladen, die sind nicht so einfach zu verstehen, die sind auch nicht so einfach, die sind nicht so charming, die sind nicht so rund und weich und unkompliziert zu genießen. Das ist schon wie beim anspruchsvollen Wein, da muss man sich schon so ein bisschen damit auseinandersetzen. Gut, wir wechseln den Wein.